Ich bin gerade einfach nur noch hyped auf das Ganze hier. Wir sind wieder zurück. Ich, der Grid Gamer, bin wieder zurück zum Let's Play von Portal 2, wo wir uns jetzt hier aufmachen zum einen Mitarbeiterbereich und vor allen Dingen auch zu den Neurotoxin-Emittern. Warum auch immer die hier installiert worden sind. Ich verstehe es nicht. Ja, wir sind ja erstmal entkommen aus den Testkammern und werden jetzt Whitleys Plan verfolgen, der da heißt Geschütztürme auslöschen, was wir jetzt mehr oder weniger schon gemacht haben. Und ja, jetzt eben diese Neurotoxin-Emitter auch abzustellen. Ja, aber mit Whitley selbst, ich weiß nicht, der ist mir schon sehr, ich muss leider den Begriff sagen, sehr suspected, sehr sus. Und wir befinden uns jetzt hier in einer Schule, so wie das hier aussieht. Da vorne wird was schön gezeigt und da hocken die Schüler. Und hier ist ein Drucker und Kopierer. Ach, das erinnert doch einen an die guten alten Schulzeiten. Klassenzimmer 073. Na dann, hallo. Ja, Whitley, du kommst hier durch die Türe oder du beobachtest einfach nur? Okay. Es ist so verrückt, das hier so zu beobachten. Kann ich hier irgendwas machen? Irgendwas ziehen? Nee, ne? Ich kann hier einfach nur gucken. Mich mal hinsetzen. Ah, da oben haben wir sogar einen Projektor. Ach, ist das toll hier. Ja, und so, ne? Eigentlich sieht es so eigentlich natürlich aus. Eigentlichermaßen, aber... Vater-Tochter-Tag in der Fabrik. Das konnte ja nicht gut gehen. Und 40 Kartoffelbatterien. Das ist echt peinlich. Klar, es sind noch Kinder, aber wirklich genial war das nicht. Wissenschaft kann man das jedenfalls nicht nennen. Was? Reggie Voltage, was? Die waren schon zuvor einfach dabei mit der vegetarischen Sorte. Hier waren mal Kinder drin? Potato Power. Kartoffelkraft, ja. Und Tochter hier hineinbringen. Ja, wir wissen, GLaDOS hat ja einmal was gesagt. Ah, du kannst übrigens gerne auch mal die Tochter hier vorbeibringen, gar kein Problem. So, apropos Problem, hier steht ein Problem. Hypothese, Vorgang 1, 2, 3, Data 1, 2 oder 3, wer kennt das Spiel noch? Materialien, kann ich leider nicht lesen. Und Conclusion, das Ergebnis bei Jessica. Genau, wir müssen uns noch einen Namen merken. Ich habe ihn leider schon wieder vergessen, lol. So, und hier haben wir Reggie Voltage. Wieso kommt das Spiel jetzt mit Kartoffeln an? Was soll das? Ja gut, ich habe ja gerade gesagt, ne? Klassenzimmer. Ich glaube, ich bin gar nicht mal daneben gelegen. Ich wurde echt Kinder mit reingeschleppt. Alter, seid ihr krank. Und wer waren dann die Lehrer? Achso, ja klar, natürlich. Roboter. Oder Whitley, warst du auch mal ein Lehrer gewesen? So, das Problem. Viele Kartoffeln und keine Bananen. Ja, echt so. Bananen ist das Beste. Hypothese... Weiß nicht. Genau, ich sollte mal vielleicht auch die Zeichnung hier... Wobei, hier ist nichts gezeichnet. Hier steht nur was geschrieben. Genau, wir haben hier ein... Wir haben hier eine Daten... Datenaspekt. Steht irgendwas. Wieder Kartoffeln angezeigt. Da eine... Wie man sie vom Boden mitnimmt. Hier wurde getestet, dass man mit Kartoffeln Licht erzeugen kann. Ne? Man kennt es ja. Das Ergebnis bei irgendwas mit H... Henry oder so. Hier wieder was zur Prozedur. Und wieder... Materialien. Was ist das denn? MP3-Player oder was? Hat leider nicht ganz gereicht. Hier wieder der Grund. Ja, wow! Absolut. Von Alex. Elektrizität von einer Kartoffel? Ein großes Herz. Oh, hier war jemand ganz Liebes dran. Observations, hier wieder mit dem Herz. Wahrscheinlich war auch hier... Ja, wobei, es kann nicht sein, wenn es hier Kinder waren. Es sei denn, die waren hier mal deutlich früher dran, ne? Kinder noch lange vor der Zeit, noch bevor überhaupt Shell hier mit drin war, wo ja wirklich noch Menschen hier mit drin waren und haben hier irgendwas über Kartoffeln studiert, dass die halt Strom erzeugen können. Warum auch immer so. Ach, deswegen hat die Turret vorhin was gesagt, keine Limonadensaft. Kartoffelbatterie gegen eine Limonadenbatterie. Wer gewinnt? Conclusion bei Laura. Materialien. Ja, hier haben tatsächlich Kinder einfach Unterricht geführt und bekommen. In Aperture Science. Backpulver-Vulkan. Naja, zumindest ist es keine Kartoffelbatterie. Wirklich originell oder wissenschaftlich wertvoll ist es aber trotzdem nicht. Nicht mal für ein Kind. Und die Kinder haben einfach... Ich wette, das war kein Akademikerkind. Ich will ja nicht versnobbt erscheinen, aber da sieht man doch klar das Werk eines Arbeiterkindes. Ich sag ja nicht, dass die nicht so gut sind wie die Akademikerkinder. Nur eben sehr viel dümmer. Naja, sehr gut. Das ist auch sehr direkt. Cool. Ey, wie crazy ist das denn hier einfach?
einfach Kinder, die hier drin waren, um für Aperture selbst auch schon zu forschen, ey. Also, ja, irgendwo cool so von wegen, hey, guck mal, wir unterstützen auch Kinder, die halt für uns auch forschen können mit ihren, wie nenne ich's denn, ne? Mit ihren kleinen Spielchen hier, aber auf der anderen Seite ist das einfach fucking grausam. Kinderarbeit sollte niemals gefördert werden und hier einfach ist es das Normalste oder was? Problem. Kannst du einen, was steht da? Gekochten Soda-Vulkan machen, der genauso cool ist wie ein echter Vulkan? Hm? Hypothese? Ist es möglich? Material? Bisschen was aufgezeichnet hier? Ja, Becher, Aluminium, Stift, irgendeine Chemikalie? Mhm. Da ist das gekochte Soda. Was haben wir hier? Was? Vinegar. Das weiß ich nicht, was das ist. Okay, dann haben wir hier die Prozedur, wie es gemacht wird. Okay, das war wohl mal hier echt ein Projekt. Der hat sich mal für was anderes entschieden, außer aus Kartoffeln Strom zu erzeugen. Sondern wollte einfach nur Vulkane machen. Kann ich verstehen. Ich bin auch totaler Vulkan-Fan damals gewesen. Lustige Zeichnung, Data, Ergebnis. Es ist so cool. Und irgendwas ist auch, irgendwas ist halt tatsächlich, kann ich hier nicht näher ran? So. Es ist nicht so cool, wie es, wie ich es gedacht habe. Und es kann leider auch nicht, ja. Es kann leider auch nicht in Flammen gesetzt werden. Oh, das ist ja schade. Und da steht irgendwas nochmal mit, ah, man muss einfach das Vinegar und halt eben das gebackte Soda oder Waking Soap da, also das Soda halt einfach auch mit da rein schleppen. Ja, du hast einen Fehler gemacht, Kindchen. Du hast keine Kartoffel verwendet. Was ist das jetzt hier? Bitte, kannst du hier mal hinleuchten? Ich sehe hier nichts. Komm mal ran hier. Danke. Ja, bleibst du jetzt? Ridley? Kannst du hier? Danke. So, da lese ich mir halt von hier durch. Mit Wissenschaft. Oh, hier wurden Ergebnisse erzielt. Guck mal einen an. Wir können die Kartoffeln... wobei, die sieht auch nicht mehr so gut aus. Ich wollte gerade sagen, wie können hier überhaupt noch Kartoffeln sein, die nicht komplett ausgetrieben sind? Ja, und hier wieder so ein bisschen das Gleiche, hier mit Zeichnung. Katharine. Wie hieß das Mädchen, der Mädchenname nochmal, den ich mir merken sollte? War es Katharine? Ich weiß es nicht. Das reicht schon fast bis rauf zur Decke. Wahrscheinlich ist die ganze Anlage bereits von Kartoffeln überwuchert. Wenigstens verhungerst du nicht. What the hell ist hier passiert? Okay, hier ist genau das passiert, was ich eigentlich gedacht hätte, was passiert hätte sollen. Was hast du denn veranstaltet? Hast du irgendwie was ganz Besonderes gemacht? Was? Nee. Nee. Nein, 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 nein. Nee. Nein. Nein, nein, nein. Jetzt wirklich. Ich habe gerade die Fresse aufgestanden. Was? Nee. Ich habe niemals damit gerechnet. Ich habe niemals damit gerechnet. Das kommt gerade noch auf was anderes zu. Okay, das trifft mich gerade direkt in die Fresse. Wir sind hier schon als Kind gewesen, oder wie? Das darf jetzt nicht wahr sein, oder? Da, was? Hat GLaDOS echt recht gehabt? Weil das wollte ich schon sagen. GLaDOS hat immer wieder unsere Eltern erwähnt, auch schon in Portal 1. Und ich habe das immer abgetan als, ach komm, die lügt doch eh nur an, um uns fertig zu machen. Aber so oft, wie das dann erwähnt worden ist, könnte das wirklich sein? Haben uns wirklich die Eltern uns hier ausgesetzt? In Aperture, weil sie dachten, oh, wie toll, sie kann für die Wissenschaft arbeiten, setzen wir sie aus und ja. Seitdem sehen wir nur noch das hier. Ach du Scheiße. Erstmal speichern. Das braucht eine Lebensversicherung. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja klar, natürlich ist unser Werk hier das Prächtigste. Wir haben einfach einen ganzen Kartoffelbaum gezüchtet. Das darf ja nicht wahr sein. Aber hey, immerhin schreiben haben wir können. Shell, siehst du das? Das warst du. Du bist das. Das heißt, wir sind all die Jahre schon hier drin.
Ach du Scheiße. Wir waren auch hier drin. Emergency, und natürlich können wir hier nicht alles lesen. Klar, damit es hier, ne? Damit es, ja, geheim bleibt noch hier. Das gibt's ja nicht. Ich hätte niemals damit gerechnet. Also wirklich nicht. Niemals, niemals, niemals hätte ich damit gerechnet, dass Cheryl hier als Kind schon hier drin war. Und dass... Ja, dass wir einfach hier sind. Hier ist schon echt komplett durchbrochen. Danke. Hast du gut gemacht, Cheryl. Ja, Spezialzutaten. Von Vater seiner Arbeit. Und da Nägel... Noch irgendwas? Eine Kartoffel, die lacht? Irgendwas mit dem Wecker. Und hier hat sie auch noch ihren Vater erwähnt. Ich bin gerade geschockt. Ich bin gerade wirklich, wirklich geschockt. Guck mal, hier oben ist wieder helles Licht. Bitte, ist das nicht der Ausgang? Oh, das muss ich erstmal verarbeiten, ey. Ich hab den Namen gelesen und meine Fresse so... Hätte ich mich gerade vollpumpen können mit 3, 5, 10 Liter Wasser. Ich bin mir sicher, dass wir hier richtig sind. Ganz bestimmt. Ja. Zum Glück kann ich nicht reden, sonst wüsstest du jetzt, wer ich bin. Neurotoxin Source. Aber was zur Hölle hat hier so ein einzelnes Klassenzimmer hier verloren? Wirklich so ganz alleine. So komplett einzeln, komplett abseits, ne? Ein Klassenzimmer. Mehr ist hier nicht, kein Ausgang, gar nichts. Wie muss ich diese Architektur verstehen? Ja klar, und GLaDOS hat dann bestimmt auch Informationen zu uns gesammelt, weil klar, das überlässt man auch den Maschinen. Schön Daten sammeln. Das heißt, GLaDOS kennt uns. Und dann einfach direkt neben dem Klassenzimmer hier Neurotoxin-Emitter. Keine Sorge, ich garantiere dir, wir sind hundertprozentig richtig. Oder auch nicht. Doch, in dem Fall hast du recht, Ridley. In dem Fall hast du recht. Wieso geht's hier so komisch rein? Was soll das hier? Ridley, kannst du mir das hier beantworten? Durchgangsverkehr für Roboter oder was? Hier ist nämlich eine Schiene. Ja klar, okay. Ja, komm, verwandle mich zum halben Cyborg, ist schon okay. Alter, okay. Das ist der bisher krasseste Storyplot überhaupt in Portal 2. Jetzt wissen wir, wie wir hierher gekommen sind. Wir wissen, warum wir hier sind. Und jetzt sind wir die Letzte. Der letzte Mensch hier drin. Oder der Vorletzte, je nachdem, was mit demjenigen ist, der hier die ganze Zeichnung hinterlässt. Ob der noch am Leben ist. Krass. Immerhin, wir haben einen Weltrekord aufgestellt. Längster lebender Mitarbeiter in Aperture. Kann sich glücklich schätzen, Shell. Ja, bis gleich, Ridley. Boah, wie übel. Wie übel einfach nur. Der Wahnsinn. Puh. Machen wir, dass wir weiterkommen. So, ich weiß, mein Pacing ist extrem lahmarschig, aber ich möchte einfach alles von diesem Spiel mitnehmen, was geht. Ha! Ich wusste, wir sind hier richtig. Das ist der Nervengiftgenerator. Er ist größer, als ich dachte. Den können wir nicht einfach so umkippen. Nee. Ist Einfallsreichtum gefragt. Einfallsreichtum. Da oben ist so eine Art Kontrollraum. Da schauen wir am besten mal nach. Ja, können wir machen. Oh, da unten ist es. Da unten ist die giftige Soße. Und das wird hier hoch und entlang gepumpt und dann halt überall hin. Oh. Aha. Ah, das geht dieses Mal. Bewegliche, portalfahrbare Flächen. Im Portal 1 ging das noch nicht. Was ist hier drin? Auffällig. Ist das crazy. So, ich weiß, da hinten ist eine Möglichkeit, sich zu portalisieren. Ich weiß, ich verwende das Wort jetzt zu häufig, aber irgendwie liebe ich das einfach als Verb zu benutzen. Was war das gerade für ein Geräusch? Irgendwas explodiert hier. Lass mich mal sehen. Oh, ach, die ganzen... Das ist unser Werk.
Ich sollte nicht lachen, immerhin spüren sie Schmerzen. Irgendwie. Ist zwar alles nur simuliert, aber für sie bestimmt real genug. Ja, so wie die hier zusammengebaut sind, definitiv. Okay, cool, dass ihr jetzt unser Werk hier sieht. So knuffig ihr auch seid, aber das habt ihr verdient. Und ich find's immer noch süß, wie die hier einfach losschreien und dann boom. Nein! Boah, die werden hier einfach durchgebacken. Hier auch wieder ein Laser. Ah, hier werden die Kammern und so weiter durchgeschnitten. So. Wieso kann ich mich hier... Ah komm, da kann ich mich doch bestimmt fortalisieren. Mit Hacken komme ich hier auch nicht weiter. Der Mechanismus ist... Oh, das ist mal ein großer Laser. Am besten wir ignorieren ihn einfach. Wer weiß, welchen Schaden wir damit anrichten. Wir könnten etwas Wichtiges kaputt machen. Ich habe aber eine andere Idee. Ah, ich habe schon eine Idee. Wir bleiben hier einfach stehen und lassen uns vom sanften Summen des Lasers in einen Zustand absoluter Entspannung versetzen. Vielleicht fällt uns dann ein, wie wir die Tür aufkriegen. Yo, also nein, der Plan ist nicht gerade weltbewegend, aber was Besseres haben wir momentan nicht. Es sei denn, wir verhindern damit einen plötzlichen Geistesblitz und Redeschwall deinerseits. Aber das glaube ich nicht. Ja, da kannst du noch lange dran glauben. Besinnliche Stille also. Okay, besinnliche Stille. Taste. Oh, Entschuldigung. Stille. Kein Wort mehr. Genau. Bewusstes Schweigen. Wir sind von Stille umgeben. Da sinkt sie herab. Undurchdringliches Schweigen. Ab. Jetzt. Wenn dir übrigens doch noch was einfällt, dann sag ruhig was. Fühl dich nicht zum Schweigen verpflichtet, nur weil ich besinnliche Stille gesagt habe. Also, ich bin die ganze Zeit einfällt, dann sag es. Aber ansonsten absolute Stille. Und zwar ab jetzt. Schweigen. Okay, dann schweige ich jetzt auch. Okay. Reicht auch irgendwann. Nee, also die Idee ist schon klar. Hier ist ein Laser. Der ist natürlich nicht grundlos da. Und wir können bestimmt hier was damit anfangen. So, kann ich nicht noch weiter nach rechts ein Portal platzieren? Nee, das sind irgendwelche Gitter davor. Ich drück mal hier drauf, ne? Nein, nicht! Wer weiß, was die Taste tut. Tür ist auch gut gemacht. Voll Hektik geschieht. Oh, nice. Passwort geschützt. Der Alarm. Kein Problem. So, ruhe dich doch aus, wenn ich daran arbeite. Ja, kann ich machen. Okay, legen wir los. Jo, tun wir es. Wie soll ich anfangen, Phase? Sehr heikel. Hä, wo bist du? Achso, da bist du. Na schön, was haben wir denn da? Einen Computer. Ja, genau. Klar, das war ja zu erwarten. Hack das mal ab auf der Liste. Computer identifiziert. Ich habe keine Liste. Hier ist so ein komischer Kasten. Da steckt wahrscheinlich was Elektronisches drin. Ja, das nennt man Rechner. Und ein Monitor. Ja, der könnte von Bedeutung sein. Genau. Den behalte ich mal im Auge, falls da irgendwas Wichtiges angezeigt wird. Wie zum Beispiel Passwort akzeptiert. Ja, genau, und richtig. Da ist noch was Flaches. Keine Ahnung was, aber zur Kenntnis genommen. Wenn mich jemand fragt, ist da was Flaches? Antwort ja. Was Flaches? Da dreht sich was. Komisch. Ja, meine Flachwitze sind flach. Eine Bodenplatte, wozu die wohl gut ist. Weißt du was? Die verhindert, dass alles ins Leere stürzt. Ja, die Bodenplatte hält das Ding zusammen. Genau, und dann baut man darauf noch sein Fundament. Die brauche ich vielleicht. Dummerweise sehe ich keine. Ja, du hast eh keine, du kannst sie schreiben. Wenn wir alles aufschreiben, was nicht hier ist, sind wir die ganze Nacht beschäftigt, Stifte etwa. Wir bleiben besser bei dem, was wir sehen können und kümmern uns nicht um Sachen, die nicht da sind. Genau, würde ich auch sagen. Wir haben übrigens bald 14 Uhr. Ich bereite mich also vor, eine Verbindung zur zentralen Nervengift-Kontrolleinheit herzustellen. Hey, mein Freund, ich bin der Nervengift-Inspektor. Ich muss den Laden hier mal kurz dicht machen. Hier ist mein Ausweis. Schalte ich mal eben ab. Ich darf dir das befehlen, denn ich bin vom internationalen Nervengift-Überwachungsgremium der Vereinigten Arabischen Emirate. Hallo. Von der Vereinigten Arabischen Emirate. Nichts. Die sind echt auf Zack hier. Na, dann muss ich wohl die Hacker-Tricks der absoluten Profiklasse abrufen. Die haben es ja nicht anders gewollt. Ja, du kannst doch so gut. Leg los.
Sieh nur ein Vogel, wunderschönes Geschöpf. Ach, Alter. Wieder. Majestätisch. Gleich fliegt er wieder weg. Schau schnell hin, so eine Chance bietet sich nur einmal im Leben. So ein schönes Tier, einfach einmalig. Bitte, du nimmst mir die ganze Arbeit des Let's Plays ab, weißt du das? Es wäre eine Schande, den Anblick zu verpassen, nur wegen dem ollen Nervengift. Das ist morgen auch noch da, aber der Vogel, der ist gleich verschwunden. Schau, mit einer Kralle hat er sich schon von seinem Ast erhoben. Ja, okay, wunderbar, diese Vögel. Er schlägt schon mit den Flügeln. Ich sag dir was, ich übernehme kurz deinen Posten, damit du dir in Ruhe den Vogel anschauen kannst. Das ist ja gern, ich kann nicht studieren. Ich kümmere mich so lange um den ganzen Nervengiftkram und du kommst hierher und schaust dir dieses Prachtexemplar von einem Vogel an. Aber boah, schnell jetzt im Ernst. Schöne Tiere. Mein ganzes Geplapper hier verscheucht ihn schon. Verflixt, das klappt irgendwie nicht. Der Typ interessiert sich nicht für Ach so, er telefoniert. Klar, er redet gar nicht mit mir, der Whitley. Stimmt ja. Versuch's einfach weiter. Ey, ohne Scheiß. Wie viel Text hat Whitley einfach? Das ist so krass. Du füllst mir zu 80% inzwischen meine Let's Play-Folgen. Ist dir das bewusst? Ich lass dich einfach ab sofort Let's Play. Es gibt doch eh genügende Möglichkeiten mit AIs und so. Da kann ich dich doch bestimmt einfach als KI einstellen. So, du übernimmst ab sofort jetzt den Laden mit hier von mir. Von meinem gesamten YouTube-Kanal auch einfach. Dann heißt das jetzt hier nicht mehr Grid Gamer, sondern Whitley Gamer. So, das ist hiermit beschlossen. Whitley, du kannst ran. Ich wünsche dir viel Spaß, ne? Achso, du chillst jetzt hier einfach nur dumm rum. Okay, so. Gut, Whitley, nachdem ich jetzt deinen Dialogtext gehört habe, mach ich mal weiter hier, so. Riechst du Nervengift? Warte, die Nervengiftwerte gehen zurück. Was es auch ist, warte, irgendwas stimmt nicht. Nervengift ist wieder rauf auf 50%. Nein, runter, entschuldige, mein Fehler. Runter auf 50%. Los, ist gut. Weiter so. Ah, und da oben ist das nächste Ding, was sich bewegt. Ja, so ein Pech aber auch. Hier hätte man vielleicht mal die guten, schönen Bodenplatten aus einem anderen Material herstellen sollen. Im Falle einer Implosion, sieh genau zur Implosion hin. Okay, alles klar, so. Da kommt die nächste Bodenplatte und swupp! Immer weniger. Mach weiter. Ja, guck mal, Whitley. Zack, Schlitz, wie ein heißes Messer durch Butter. Juhu! Was? Oh oh. Oh shit! Carlock, der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich. Untödlich. Oh, das implodiert. Okay, ich muss genau hingucken. Das hat mir die Sicherheitsanweisung gesagt. Wow! Das muss kaputt! Juhu! Nice! Oh Gott! Okay! Woo! Rutsche! Hui! Okay, cool. Ja, immerhin, bisschen Action nochmal. Gott sei Dank, sonst hättet ihr mir alle abgeschaltet. Okay! Wow, Whitley! Halt dich an mir so fest! Wir direkt zu ihr gelangen, okay. Dass ich das noch erleben darf. Ich wusste, das macht Spaß. Die haben mir gesagt, das wäre total langweilig. Und ich habe das auch noch geglaubt. Ach, ich liebe es. Das ist spitze. Ja, mir wird's aber ein bisschen schlecht, du. Ich bin nicht so gut. Das ist riesig hier. Mit physikalischen. Das geht noch meilenweit runter. Okay. Vor Jahren alles verriegelt. Ja, vor Jahren alles verriegelt, okay. Oh, ich bin so gespannt auf ihren Gesichtsausdruck. Kein Nervengift, keine Türme. Das wird sie umhauen. Warte ab, bitte. Warte. Womöglich habe ich den nächsten Teil nicht bis zum Ende durchdacht. Alter, wie geil. Oh! Das ist die falsche Richtung. Wow, Whitley! Ich hab doch gesagt, halt dich an mir fest. Okay, man sieht sich. Danke. Und noch ein extra Ladebildschirm. Ey, wie cool ist... Wie geil ist das Spiel, bitte? Entschuldigung. Okay. Gut, Euphoriebremse. Wir haben 50.000 Schalter umgelegt, als wir GLaDOS reaktiviert haben. Oh mein Gott, ich bin so gespannt. So, wo sind wir jetzt hier? Wow. Heilige Scheiße. Was eine riesige Kammer. Aperture Laboratories. Da hinten kann ich einfach ein Portal setzen. Ah, ich könnte mir auch schon denken, warum. Und hier spielt diese Hauptmenümusik. Das muss die Hauptkammer sein, ne? Eigentlich. Aber wie kann das sein? Wieso sieht es hier so gut aus? Wir müssen noch nicht weit genug oben. Wir können noch nicht weit genug oben sein. Ah, das lässt sich nicht durch. Okay, wir haben keine andere Wahl.
Rein da, oder? Ist das geil, ey. Was ein Anblick, was ein Anblick. Okay. 3, 2, 1, rein da! GLaDOS Notfallsabschaltung und Kuchendispensary. Das erste Mal, dass wir in Portal 2 von einem Kuchen hören. Und das, meine geistigen Herzen, würde ich sagen, sehen wir im nächsten Part, was hinter dieser Tür ist. Ist das nicht fies? So, jetzt bin ich auch mal richtig gemein und lasse euch hiermit alleine. Haha, bin ich nicht fies? Ja, ihr müsst schön auf den nächsten Part warten, insofern ihr Portal 2 nicht kennt, was passiert. Ja, ja, so sieht's aus. Ich mache aber noch eine Aufnahme direkt hinterher. Hahaha, bin ich nicht fies? Hahaha, bin so gemein. Achso, ich kann mich ja nicht sehen, da müsste eins unter mir sein. Egal, meine ganzen Girls, ey, was ein Part, was eine Folge. Junge, Portal 2 ist einfach bisher ein Meisterwerk, muss man einfach sagen. Ich bin gespannt wie ein Whitley-Ball, der ab sofort das Let's Play übernehmen darf. Der hat nämlich die besten Sprüche drauf, noch viel besser als meine. Und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und dann sieht man sich im nächsten Part. Bis denn und ciao. Der Nervengiftdruck bewegt sich in einem gefährlich untödlichen Bereich.